Eigentlich bin ich ein Verfechter davon, über Neuheiten, Wunderdinge oder irgendwelche Innovationen zu berichten. Aber das, was ich euch heute zeigen darf, ja, das wird so gut wie jeden 3D-Drucker ein Grinsen auf die Augäpfel zaubern. Wir werden nämlich nie mehr wieder schleifen. Oder zumindest die kompliziertesten Dinge, die man sonst nie schleifen könnte, mit einigen Handgriffen in wenigen Minuten glatt bekommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schweighofer Art. Heute wird es sehr interessant. Liebe 3D-Drucker, schnallt euch an. Aber erstmal Intro ab und dann geht's los. Ich schleife für mein Leben gerne. Das wisst ihr bereits. Ich habe schon mal hier auf dem Kanal eine Trobalisierungsanlage gebaut. Ich habe versucht, eine Sandstrahlanlage zu bauen, damit ich irgendwann mal vielleicht nicht so schöne 3D-Drucke endlich gut schleifen kann und dass sie eine glatte Oberfläche bekommen. Vor ein paar Tagen ist aber jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, Matthias, wir haben da etwas Neues. Hast du das schon mal probiert? Das dürfte für den 3D-Druck perfekt funktionieren. Und nun ist es soweit, ich darf es euch zeigen. Aber vorab möchte ich kurz das Problem definieren. Ich habe extra einen äußerst schlechten Druck, der ist schon uralt, hier mal zum Testen mitgenommen. Ihr seht die Layerhöhe, die Schichthöhe. Das ist ein furchtbarer Druck, ja. Er ist zum Schleifen eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, man kommt nirgendwo in die kleinen Rillen und Ecken rein. Genau das gleiche bei meinem Terminator, der hat momentan bei den Händen Elemente hier, die furchtbar klein sind. Sie sind zwar teilweise wirklich schön gedruckt, aber man erkennt halt immer noch die Layerschichten und das möchte ich heute ändern. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen eine Maske und zwar eine gute, eine Lackiermaske, im besten Fall so eine, die ich hier mal vorbereitet habe, Latexhandschuhe. Bei kleinen Objekten braucht ihr so einen Drehteller, den habe ich gerne unten verlinkt. Der kommt nämlich in Kombination mit dieser Lampe. Das ist eine relativ schwache UV-Lampe. Die gibt es auch stärker, also wenn ihr das Ganze noch beschleunigen wollt, dann solltet ihr noch eine stärkere besorgen, aber eigentlich funktioniert das Teil auch sehr gut. Und wir brauchen das Wunderding, das hier. Dieser UV-Filler stammt von der Firma AkzoNobel Lesonal und ist im Prinzip ein UVA-Füller. Einer, der mit normaler UV-Strahlung aushärtet. Ja, jetzt haben die einen oder anderen schon ein bisschen Glänzen in den Augen und wissen, das könnte interessant werden. Ich möchte ganz kurz erklären, der Unterschied zwischen UVA und UVB-Füller. Der UVA-Füller kann eben mit normalem Tageslicht oder UV-Strahlung aushärten. UVB braucht so ein Blitzgerät, was kaum einer zu Hause hat. Deswegen solltet ihr ähnliche Produkte nachkaufen wollen, kauft euch unbedingt einen UVA-Füller. Der geht auf jeden Fall. Zur Anwendung, das ist eigentlich relativ einfach, kommt aus der Spraydose oder kann auch in Kanistern gekauft werden, wenn man wirklich große Teile lackieren möchte. Eigentlich stammt das ganze Zeug aus der Autoreparaturbranche und wird auch in dem Autoreparaturfachhandel gerne dort vermarktet. Ich habe es sonst nirgendwo auf Amazon oder so gefunden. Aber zum Beispiel in Deutschland vertreibt die Firma Wessels & Müller diese Produkte. Das ist ein Autozubehörfachhandel. Ihr müsst das selbst ein bisschen googeln, aber ihr werdet den schon irgendwo finden. Die Anwendung. Schichtweise auftragen, nicht zu dick auftragen. Der Füller selbst, der härtet im UV-Licht aus. Und wenn ihr eine sehr dicke Schicht habt und ihr härtet diese aus, dann härtet sich nur die oberste Schicht aus. Denn dieser Füller wird nur dann hart, wenn auch wirklich dieses ganz, ganz hässliche blau-violette Licht darauf scheint. Und sollte die Schicht zu dick sein, kommt er einfach nicht bis an den Grund. Somit lieber in mehreren Schichten arbeiten, dann härtet das Teil aber auch extrem schnell aus. Und der Vorteil dabei ist, er ist sofort schleifbar. Das ist ja was für Autoreparaturtypen gemacht und die wollen nicht lange warten. Ja, für mich aber sehr interessant, der kriecht in jede Ecke rein. Und genau das möchte ich jetzt mal mit euch testen. Ich gebe zu, dieser Spider-Man wird wahrscheinlich nicht zu 100% mit dem Füller jetzt glatt werden, weil wir haben richtig krasse Kanten hier drinnen, die nicht so wunderschön sind. Aber als Beispiel möchte ich euch den Rücken zeigen. Der hat einfach, man sieht das hier ganz bestimmt, sehr, sehr viele Rillen, man spürt die auch. Und den werden wir jetzt mal behandeln. Maske auf, Handschuhe an, Dose schütteln und los geht's. Ich habe den jetzt mal zur Hälfte abgeklebt, um einen möglichst perfekten Vorher-Nachher-Vergleich zeigen zu können. Somit kriecht jetzt der UV-Kleber nicht überall hin. Und wir sehen dann gleich, wie das Ergebnis aussieht. Der UV-Füller selbst ist transparent, somit sieht man auch noch auf den Grund runter. Und jetzt kommt die Lampe ran und mit dieser Lampe können wir eben
diesen UV-Filter hier sehr schnell aushärten. Natürlich, je stärker die Lampe, umso schneller härtet er aus. Ihr seht auch ziemlich schnell, dass die Glanzpunkte weggehen und könnt recht gut und relativ schnell die nächste Schicht drauflegen bzw. dann auch schon mit dem Schleifen beginnen. Nach ein paar Minuten ist alles hart und ich kann die nächste Schicht anlegen. Wie gesagt, nicht zu viel auftragen, lieber in mehreren Schichten, damit der Style auch noch wirklich durchtrocknet. Das ist einfach unglaublich. Ich gehe mal kurz den Raum durchlüften, damit ich die Maske runter machen kann. Der stinkt nämlich ordentlich und da kann ich euch kurz das Ergebnis zeigen. Man sieht jetzt schon, dass es hier wesentlich glatter ist. Krass. Okay, also das kann keiner bestreiten. Hier ist er glatt und es ist unglaublich, man sieht, also an den Stellen, wo ich jetzt wirklich rangegangen bin, die krassen Linien, die füllen sich alle, er wird wirklich geschmeidig glatt. Es ist auch noch die Struktur zu erkennen, die das Netz hier jetzt zum Beispiel beinhaltet, aber auch das wird der Filler irgendwann mal als Unebenheit empfinden. Das heißt, je mehr ihr da drauf macht, umso glatt wird er und irgendwann mal ist das wie ein Babypopo. Aber so kann man sich testweise Schritt für Schritt an das Ganze ranwagen und ich bin jetzt gespannt, was der Filler hier mit meiner Terminator-Hand macht. Hier sollte man natürlich darauf achten, dass die UV-Lampe auch wirklich jeden Bereich, den man eingesprüht hat, erreicht. Lieber dreht ihr euer Objekt noch ein paar Minuten länger über die Lampe, nicht dass irgendwelche Teile dann nicht gut aushärten. Denn würdet ihr jetzt hier diese UV-Lampe nicht nutzen und das Teil einfach irgendwo trocknen lassen und es kommt kein direktes Sonnenlicht hin, kann es passieren, dass nach 3 Tagen der Filler immer noch nass ist, weil er einfach nicht aushärten kann. Also man sollte hier wirklich gewissenhaft arbeiten und ohne diese Lampe ist es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, das Ding hier wirklich trocken zu bekommen, es sei denn, man hat einen wunderschönen Tag und kann das Teil im Sonnenschein hier aushärten lassen. Dieser Filler ist ohne Lebensmittel und somit auf Feststoffbasis, kann also auf jegliches Material aufgetragen werden. Also er ist nicht scharf oder er wird auch nicht eure Drucke auffressen. Er legt sich einfach nur sanft darüber und wird nur durch UV-Licht hart. Im Vergleich zur anderen Hand sieht man auch jetzt schon eindeutig, die linke wurde mit dem UV-Filler hier bearbeitet, die rechte noch nicht. Man könnte die linke Hand natürlich jetzt noch mit mehreren Schichten noch eine gewisse Dicke auftragen oder ein bisschen stärker das Ganze ausarbeiten. Aber es ist unglaublich, wie schnell, immerhin war das jetzt in 5 Minuten Arbeit getan, man sich das Schleifen erspart oder eben jetzt eine gute Basis hat, auf der man weiterarbeiten kann. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video eine weitere Innovation, Neuheit und Wunderding hier präsentieren. Und falls euch der Kanal gefallen hat, könnt ihr den gerne abonnieren, liken. Ich versuche auch weiterhin für euch zu testen. Und ich sage jetzt einfach noch Peace, Love and ich hasse Schleifen. Schweig over. Danke fürs Zusehen. And out.